Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Karl Lauterbach bei Maybrit Illner getäuscht hat und wie man ihn auf eine Art und Weise stellen kann, dass er wirklich blamiert ist, dass es eine Wende ist, dass er sich nicht mehr sehen lassen kann in der Öffentlichkeit. Bis jetzt ist es ja immer so, er wird immer wieder eingeladen, er erzählt immer wieder irgendwas und die anderen argumentieren sachlich dagegen, aber sie können ihn nicht richtig greifen. Also nicht so, dass er sich nicht wieder herauswinden kann. Im Folgenden der Ausschnitt, danach ein paar Worte dazu. Es werden weitere Impfstoffe kommen, also die Situation wird immer besser. Und man muss doch jetzt nur die Zeit überbrücken, die noch vor uns steht. So, über welche Zeit reden wir? Und wir wollen nicht vergessen, dass tatsächlich, Jan Josef hat es angesprochen, ja, die Frage ist, ist das, was mit den Menschen geschieht, die sich noch nicht haben impfen lassen, mittlerweile Erpressung, weil wir ihnen finanziell Nachteile bescheren, indem wir sagen, du hast deine persönlichen Tests zu bezahlen, du hast zu bezahlen, wenn du in Quarantäne musst, dann gibt es keine Lohnfortzahlung und du hast übrigens auch Restaurants und Opernhäuser, in die du gar nicht rein darfst, wenn du nicht getestet bist, weil wir dir das einfach nicht erlauben. So, wäre es denn fairer zu sagen, wir machen eine Impfpflicht einfach, weil wir wissen, dass es richtig ist und dass es die Menschheit erlöst und dass es wirklich eine andere Situation in dieses Land bringt? Also damit einen anderen Status? Kann sein, dass alle das schon wissen. Irgendwie. Ich habe es bis heute nicht genau verstanden. Warum ist das, geht das denn nicht? Warum machen wir keine? Wo wir doch überzeugt sind, das ist das Beste, was wir tun können. Das ist eine gute Frage, dann gehen wir die Frage weiter. Ich habe noch nicht genau verstanden, warum es sie denn nicht gibt. Warum man das sozusagen so... ich will jetzt nicht sagen heimtückisch, aber so mit Winkelzügen hintenrum dann erzeugen keine, muss. Also ich sage gleich was, das sind keine Winkelzüge. Wenn ich 2G, warum gibt's keine Impfpflicht? Ich beantworte das sofort, aber ich will das, möchte das nicht stehen lassen. Das wirkt immer so unseriös, also als wenn wir hier mit Winkelzügen die Leute also drängen würden, austricksen würden, die Impfpflicht kriegen wir nicht durch und machen wir es. Wenn jemand also in eine Bar nicht reingehen kann, weil dort 2G ist, dann ist das in keiner Weise hintertückig oder was auch immer, sondern einfach, wir wollen einfach nicht, dass jemand da reingeht und die anderen gefährdet. Mhm. So einfach ist es. Und warum gibt es keine Impfpflicht? Eine Impfpflicht gibt es aus politischen und aus epidemiologischen Gründen. Mhm. Epidemiologisch kann ich eine Impfpflicht nur begründen, wenn ich sonst also Herdenimmunität nicht darstellen kann. Das ist typischerweise, also wie man eine Impfpflicht begründet. Mit der Impfpflicht bekomme ich Herdenimmunität da. Zum Beispiel bei Masern macht man das so. Wenn es aber sowieso keine Möglichkeit gibt, eine Herdenimmunität zu erreichen, wie wir das hier haben, dann ist das epidemiologische Argument für die Impfpflicht zumindest nicht einfach, um es mal so auszudrücken. Jetzt kommt aber das politische Argument. Natürlich wissen wir alle, dass eine Impfpflicht also nicht durchsetzbar wäre, weil die Menschen, die in Deutschland also sich nicht impfen lassen wollen, es gibt ja einen harten Kern. Das ist ja auch ein Kern, der politisch mobilisiert wird. Die AfD und auch andere rechte Gruppen machen ja mobil. Die sagen, lasst euch nicht impfen, die Impfstoffe sind gefährlich, also lasst euch eure Freiheit nicht nehmen und so weiter und so fort. Das heißt, wie in anderen europäischen Ländern ist es auch bei uns so, dass die rechten Kräfte die Impfung nutzen, um sozusagen zusätzliche Anhängerschaft zu besorgen. Und wir wollen doch nicht mit der Impfpflicht diesen Kräften noch zuarbeiten. Das können wir nicht machen. Sondern wir möchten überzeugen. Ist Ihr Argument. Überzeugen. So, und genau. Jetzt haben Sie Jan Josef Liefers gesagt, dass er nichts verstanden hat mit seinem Besuch auf der Intensivstation. Das war vielleicht ein bisschen hart, aber er kann jetzt so. Also, aber warum fanden Sie, dass es nicht durchaus ein Argument ist, zu sagen, man kann die Leute nicht missionieren und nicht jeder kann gezwungen werden dazu? Aus zwei Gründen. Zum einen, ich habe ja gerade schon beschrieben, ich glaube nicht, dass wir die Leute zwingen. Das ist einfach nicht so. Wenn ein Café oder eine Bar oder was auch immer, also 200 Leute drin also sind. Also eine Pizza Margarita und ein Test sind zusammen 30 Euro. Die muss ich haben, wenn ich mir leisten können will, nicht geimpft zu sein. Nein, es gibt doch zahlreiche. Wenn ich raus möchte, ja, aber die Diskussion ist doch falsch rum. Ich kann auch nicht immer nur auf die Ungeimpften gucken. Wir haben, der größte Teil ist geimpft bei uns. So. Jetzt sagen und Sie die mein können Argument. Die Freiheiten sozusagen nutzen. Ja. Ja. Dann kann ich doch nicht immer sagen, ich bestrafe die Ungeimpften. Das ist doch völlig falsch. Im Gegenteil. Ich belohne die geimpft sind. Und ich kann auch, man muss es auch mal aus der Perspektive des Ungeimpften sehen. Zum Beispiel der Ungeimpfte trägt jetzt vor, ich will in die Bar reingehen können. Da sind 200 Leute, ich will mich nicht testen lassen, impfen will ich sowieso nicht, aber ich wäre gern dabei, ich fühle mich danach.
heute will ich dabei sein. Wenn er aber infiziert ist, dann kann er dort zig Leute also anstecken. Ja, und die sind dann die Leitragenden. Aber die sind doch alle geimpft, oder nicht, die anderen Leute, die da drin sind? Nee, wenn ich den einen Ungeimpften reinlasse, sind natürlich noch mehr Ungeimpfte drin. Das ist ja klar. Also die Situation wäre dann die, also die Ungeimpften nehmen für sich in Anspruch, die Freiheit muss ich haben, ich gehe da rein. Vielleicht so. Und dann stecken die Ungeimpften sich gegenseitig an. Dann ist das Argument, das trägt zum Beispiel auch Herr Gassen vor, der sagt, okay, wenn die Ungeimpften sich gegenseitig infizieren, das ist doch nicht unser Problem. Das ist wohl unser Problem. Zum einen ist es unser Problem für die Pflegekräfte, die Sie gerade noch vorgetragen haben. Und zum Zweiten, ich kann ehrlich gesagt auch Leute nicht ins offene Messer laufen lassen, weil sie Fehler machen, wo ich genau weiß, die kapieren nicht, was Sache ist. Denn die Menschen werden ja auch im Netz aufgehetzt, die Impfstoffe wären das eigentliche Problem, nicht die Krankheit. Mhm. Oder es wird gesagt, also das ist nur gefährlich für diejenigen, die übergewichtig sind. Ich nicht impfen kann. Weil das ist interessant. Ich muss Leute schützen, die Fehler machen. Ins offene Messer laufen lassen, das ist eine interessante Formulierung. Die habe ich von Ihnen auch schon gehört, Herr Lauterbach. Und dann haben wir auf der anderen Seite ja, wir erinnern Helge Braun aus dem März des Jahres 2021, wo er sagte, dass wir, zitiere nochmal, dann ist einfacher, muss ich nicht selber machen. Wenn wir jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht haben, können wir zur Normalität in allen Bereichen zurückkehren. Danach können wir keine Grundrechtseinschränkung eines anderen mehr rechtfertigen. Und alle Einschränkungen fallen. Das war auf jeden Fall falsch. Sekunde, das war? Das war auf jeden Fall falsch. Das war von Anfang an falsch. So kann man es nicht sehen. Warum kann man das nicht sehen? Also Helge Braun stimme ich bei vielen Punkten zu. Wir haben auch sehr gut zusammengearbeitet immer, aber das habe ich sofort als falsch betrachtet. Weil ich weiß, als Epidemiologe, als Arzt, dass viele Leute das Impfangebot bekommen, es aber nicht nehmen, weil sie zum Beispiel die Gefahr unterschätzen. Mhm. Ich bin auch Impfarzt. Ich habe viele Leute geimpft, die sind gekommen, die waren eigentlich gar nicht interessiert, sich impfen zu lassen. Die sind ehrlich gesagt zur Impfung gekommen, weil ich geimpft habe. Sie mal kennenlernen. Ja, und die Leute waren zum Teil so krank, die kamen kaum in den Impfbus hoch. Die konnten kaum die zwei Stufen. Und das sind einfach Menschen, denen kann ich nicht also einen Vorwurf machen. Die können das nicht einschätzen. Die haben keine Idee davon, wie schwer Covid wirklich läuft. Die haben auch keine Idee davon, dass zum Beispiel jemand, der 35 ist oder so und hat einen Risikofaktor, zum Beispiel einen IgA-Mangel oder so etwas. Weshalb ärgern wir uns so über Karl Lauterbach? Man könnte doch sagen, okay, er hat seine Position, er findet Corona extrem gefährlich, er will keinen Freedom Day, es müssen sich alle impfen lassen und dann ist das eben so. Das ist seine Position, wir sind tolerant, wir haben eine andere Position. Jeder darf seine Position vertreten. Es ist grundsätzlich das Problem, dass Leute wie Karl Lauterbach vor allem wegen ihrer Positionierung angegriffen werden. Aber das greift ins Leere, weil das nicht im Kern das ist, was kritikwürdig ist. Zum Ersten sind natürlich Karl Lauterbachs Lügen kritikwürdig. Das ist offensichtlich, dass er Falschbehauptungen gemacht hat. Aber auch die tatsächlichen Falschbehauptungen sind nicht das Kernproblem. Das Hauptproblem bei Lauterbach ist, dass er mit propagandistischen Psychotricks arbeitet. Dass er Suggestion verbreitet. Schauen wir das uns im Folgenden einmal genauer an. Wenn jemand also in eine Bar nicht reingehen kann, weil dort 2G ist, dann ist das in keiner Weise hintertückig oder was auch immer, sondern einfach, wir wollen einfach nicht, dass jemand da reingeht und die anderen gefährdet. Mhm. So einfach ist es. Es stellt sich dann nachher heraus, den anderen sind die anderen Ungeimpften gemeint. Es ist aber so, wenn man hört, die anderen, dann denkt man, es sind alle anderen gemeint. Also alle, die in der Bar sind. Das ist die Suggestion, die er verbreitet. Erst nachher durch Nachfragen von Illner und Jan-Josef Liefers klärt es sich auf, dass mit den anderen sind nur die anderen Ungeimpften gemeint. Und jetzt kann man sagen, okay, das hat sich jetzt im Nachhinein aufgeklärt, Verwechslung, großes Pech. Es ist so, dass der Mensch auf eine gewisse Art und Weise funktioniert, unsere Wahrnehmung. Und wenn wir jetzt hören, die Ungeimpften stecken die anderen an und das steht im Raum und es protestiert keiner, dann setzt sich das bei uns im Unterbewusstsein fest, die Suggestion. Und damit arbeiten Leute wie Lauterbach. Wie kann man nun Karl Lauterbach stellen? Indem man ihn weniger inhaltlich angreift, als die Falschsuggestion, die er verbreitet. Indem man aufgreift, was er in der Sendung gemacht hat. Indem man hier aufgreift und ihn nicht entlässt, er hat jetzt gesagt, die anderen. Und dann ist vollkommen klar, welche Suggestion er damit weckt. Und das weiß er. Und darauf entlässt man ihn nicht. Warum hat er die anderen gesagt und damit in Kauf genommen, dass die Leute verstehen, es sind alle anderen gemeint,
wenn er aber nachher zugeben muss, dass es die Ungeimpften sind. Genauso ist es bei Ute Teichert. Die Diskussion über einen Freedom Day stellt sich für mich nicht, weil ich eigentlich möchte, dass die Leute nicht erkranken. Wir haben ein neues Virus. Und das heißt, was die für Menschen Sie kommen diese Freiheiten nie wieder zurück? Nein, darum geht es überhaupt nicht. Und jetzt kann man Teichert greifen, weil sie sagt, so habe sie das nicht gemeint. Das eine schließt das andere aus. Es geht jetzt gar nicht darum, ob man für oder gegen einen Freedom Day ist, sondern diese Frau täuscht, indem sie suggeriert, Corona sei so gefährlich, es eine Diskussion über den Freedom Day ist jetzt absurd. Und gleichzeitig zu sagen, sie wollen natürlich nicht, dass es nie einen Freedom Day gibt. Und da stellt man sie. Gar nicht inhaltlich, sondern man stellt sie für die Art, wie sie argumentiert. Epidemiologisch kann ich eine Impfpflicht nur begründen, wenn ich sonst also Herdenimmunität nicht darstellen kann. Lauterbach erklärt selbst, warum eine Impfpflicht nicht durchsetzbar ist, weil keine Herdenimmunität erzeugt werden kann. Gleichzeitig zieht sich aber durch seine Argumentation durch, dass sich alle Leute unbedingt impfen müssen. Und wir wollen doch nicht mit der Impfpflicht diesen Kräften noch zuarbeiten. Ne, das können wir nicht machen. Sondern daher, wir möchten überzeugen, ist Ihr Argument. Überzeugen, so, und genau. Jetzt haben Sie. Wenn es angesagt wäre, eine Impfpflicht, wenn das wirklich das Beste wäre für die Leute, dann kann nicht das Argument sein, weil man einer Partei zuarbeiten würde, dass man es deswegen nicht macht. An diesem Widerspruch könnte man ihn auch festnageln. Des Weiteren behauptet Lauterbach, er würde es nicht sehen, dass die Leute gezwungen würden, sich zu impfen. Ich glaube nicht, dass wir die Leute zwingen. Das ist einfach nicht so. Natürlich ist es nicht so, dass Leute ins Gefängnis müssen, wenn sie sich nicht impfen. Aber natürlich haben wir eine implizite Impfpflicht. Man könnte ihn jetzt hier festnageln, dass er die implizite Impfpflicht leugnet und ihn daraus nicht entlassen. Ja, aber die Diskussion ist doch falsch rum. Ich kann auch nicht immer nur auf die Ungeimpften gucken. Wir haben, der größte Teil ist geimpft bei uns. So. Und die können die Freiheiten sozusagen nutzen. Ja. Richtig greifen könnte man sie hier, indem man darauf hinweist, dass sie von den Ungeimpften ablenken will. Diese Verschleierung ist der Skandal. Dass sie nicht ehrlich sagt, wir möchten jetzt hier die Ungeimpften massiv benachteiligen. Ich möchte eine Impfpflicht. Ich möchte kein Freedom Day. Dass sie dazu eben nicht steht. Sondern versucht abzulenken, indem sie jetzt eine Positivformulierung macht. Ich will mich nicht testen lassen, impfen will ich sowieso nicht, aber ich wäre gern dabei. Ich fühle mich danach. Heute will ich dabei sein. Des Weiteren verwendet Lauterbach einen rhetorischen Trick. Er sagt aus Perspektive der Ungeimpften dauernd, ich will, ich habe jetzt Lust darauf, ich fühle mich danach. Und er suggeriert damit Verantwortungslosigkeit. Und dieses Stilmittel verwendet er die ganze Zeit. Dann ist das Argument, das trägt zum Beispiel auch Herr Gassen vor, der sagt, okay, wenn die Ungeimpften sich gegenseitig infizieren, das ist doch nicht unser Problem. Das ist wohl unser Problem. Zum einen ist es unser Problem für die Pflegekräfte, die Sie gerade noch vorgetragen haben. Es ist aber so, dass nur 25% der Intensivbetten durch Corona-Patienten belegt wurden. Und dass überhaupt natürlich die Intensivstation, dass es zusammengestrichen wurde. Und dass das der Grund ist dafür, dass die Pfleger in so hohem Maße belastet sind. Von den Impfdurchbrüchen wollen wir gar nicht reden. Es ist auch hier wieder die täuscherische Suggestion, die Lauterbach verbreitet, die man aufgreift. Und zum Zweiten, ich kann ehrlich gesagt auch Leute nicht ins offene Messer laufen lassen, weil sie Fehler machen, wo ich genau weiß, die kapieren nicht, was Sache ist. Es gibt noch unzählige weitere Beispiele, in denen Lauterbach täuscherische Suggestionen verbreitet. Beispielsweise die Ungeimpften seien uninformiert, die Mitte-30-Jährigen würden eine Risikogruppe abbilden, indem er Einzelfälle benennt, es aber dann so aussieht, es würde für alle gelten. Und so weiter und so fort. Die Sendung war aber auch so, obwohl Lauterbach mit seinen Suggestionen nicht direkt konfrontiert wurde, eine Blamage für Lauterbach. Das hat nicht nur an Jan-Josef Liefers gelegen, sondern vor allen Dingen auch an Maybrit Illner, was erst gar nicht so auffällt. Tatsächlich ist es so, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht immer täuschen, nicht bei jedem Thema. Illner hat selbstverständlich unlauter gearbeitet, indem die AfD überhaupt nicht erwähnt wurde, bei Opposition nur von FDP und Grünen die Rede war. Und sie nicht eingeschritten ist, als Lauterbach die AfD bezichtigt hat, sie würde dazu aufrufen, sich nicht impfen zu lassen. Die AfD hat die Entscheidung immer freigestellt. Aber genauso wie es so war, dass Annalena Baerbock wegen ihrem Lebenslauf angegriffen wurde, war es auch hier so, dass der Freedom Day, dass das nicht zu den Bereichen gehört, die unhinterfragbar sind, wie das Klimakatastrophennarrativ. Die großen Medien bilden ein Kartell bei bestimmten Themen, wo grundsätzlich nicht nachgefragt wird, wo ein Fehleindruck erzeugt wird, durch Verschweigen. Aber der Freedom Day, das war hier nicht der Fall. Und das hat Lauterbach sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Tatsächlich hat Illner beständig eine Themenlenkung betrieben, die ungünstig war für Lauterbach. Beispielsweise allein der Hinweis auf Helge Braun, der im Frühjahr gesagt hat, die Beschränkungen müssten fallen, wenn alle ein Impfangebot bekommen hätten. Das ist wichtig, weil es in Erinnerung gerufen wird. Auch wenn die Leute es einmal gehört haben,
Wenn es nicht erwähnt wird, wird es vergessen. Illner hat das aber hier zum Thema gemacht und dadurch Lauterbachs Suggestion massiv widersprochen. Es war aber hier so, dass Lauterbach nicht direkt gestellt wurde, sondern eben immer nur indirekt durch eine Themenlenkung. Seine unlautere Art zu argumentieren, aber von niemandem aufgegriffen wurde. Aber da muss man natürlich genau hinhören. Das ist natürlich jetzt für mich im Nachhinein leichter, als es sich in Echtzeit zu merken. Aber in Zukunft kann natürlich jeder AfD-Vertreter oder jeder von Querdenken oder von wo auch immer versuchen aufzupassen auf die Argumentationslinien. Und es kehrt ja wieder. Und vielleicht beim nächsten Mal, bei den seltenen Auftritten von AfD-Vertretern in Talkshows, haben sie die Gelegenheit, diese Argumentationsstrukturen, die Suggestionen direkt aufzugreifen. Und damit werden die Leute dann wirksam entblößt. Weil es ja von jedem das Recht ist, eine gewisse inhaltliche Position zu vertreten. Das ist nicht das Problem. Sondern das tatsächliche Problem ist die Psychomanipulation, die Suggestionen, die verbreitet werden. Die propagandistischen Tricks. Die Leute müssen darüber aufgeklärt werden, dass jeder, es halten sich ja alle für schlau, jeder hält sich für aufgeklärt, jeder denkt, ich kann nicht manipuliert werden. Das passiert nur den anderen. Ich bin zu intelligent, ich bin zu gut informiert, ich bin zu schlau. Manipuliert werden nur die Dummen. Ich werde nicht manipuliert, ich weiß über alles Bescheid. Tatsächlich ist aber jeder manipulierbar, weil unsere Wahrnehmung auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert. Unser Verstand auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert. Und wir sind vor Manipulation nicht gefeit. Niemand. Jeder, der die Öffentlich-Rechtlichen guckt, wird manipuliert, ob er es will oder nicht. Man kann natürlich der Manipulation sehr viel leichter widerstehen, wenn man gut informiert ist. Weil dann die Argumente dagegen halten. Aber wenn die anderen Argumente nur oft genug wiederholt werden, ob sie wahr sind oder nicht, irgendwann fängt man auch an zu zweifeln. Dann muss man sich wieder gegen informieren. Man muss dann den eigenen Verstand wieder wachrütteln. Ihr kennt bestimmt dieses Gefühl, dass man dann, wenn man das hört und immer wieder hört, dann fängt man an zu zweifeln und dann erinnert man sich, aber das ist doch so und so. Und dann bestärkt man sich wieder darin. Man muss sich dann selbst wieder bestärken, nochmal nachgucken, das war doch so und ich erinnere mich und es war doch so. So funktioniert der Verstand. Und die Öffentlich-Rechtlichen wissen das. Und Leute wie Karl Lauterbach. Und das merkt man, das ist nachweisbar an der Art und Weise, wie er argumentiert. Und das gilt natürlich für alle anderen Leute genauso. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.